Hört ihr das auch? Was ist das? Von wo kommt... Willkommen zurück bei Bowmasters. Wir werden uns heute mehr Truppen kaufen. Es gibt nämlich hier einige, die habe ich noch nicht gespielt und ihr wolltet mehr davon sehen. Und deswegen machen wir auch mehr. Keine Ahnung, wieso ich das... Thema. Egal, wie auch immer. Hier geht es darum, dass wir beim Spiel, was eigentlich für Kinder gemacht ist, andere ermorden. Aber auf die schlimmste Art und Weise. Dieses Spiel hat wortwörtlich mehr Blut, als die Spiele, die das meiste Blut haben sollten. Also Spiele, die ab 18 sind. Keine Ahnung, was die Entwickler sich dabei dachten, aber ich mag sie. Also ich gehe mal dieser von komplett links nach rechts und gucke mal, wen ich kaufen kann. Ich kaufe einfach 3 Charaktere. Und die spielen wir dann. Ich kann den Schwarzen holen, der wirft mit Geld. Ja komm, den müssen wir holen, oder? Der ist sogar kostenlos. Wie bekomme ich sie kostenlos? Ich muss bei sie liken. Oh nee, ich bezahle lieber 5,49. Ey, ohne Scheiß. Obwohl, das ist eigentlich dumm, ne? Oh, wir haben 14,1 Millionen Abonnenten. Weil jeder diesen Charakter bei Bowmasters haben will, ist es jetzt ein Scherz. Und der hat kaum Bilder. Oh, ich habe ihn erlockt. Ich habe ihn nicht mehr gefolgt. Ich habe ihn erlockt. Ich habe auch kein Geld bezahlt. Okay, der zweite ist dann der hier. Er hat ein Hühnchen, mit dem er wirft. Okay, wieder so viel. Wieso hat mein Spiel keinen Sound mehr? Geht doch. Es gibt hier zu viele Charaktere. Ich werde das niemals hinbekommen. So, ich gebe Geld für den aus. Oh, warte mal. Die kann ich auch bekommen, wenn ich Premium bin, oder? Oh, wir können hier diese sogar upgraden. Hier, Upgrade mit Juwelen. Oh mein Gott. Oh, man kann die sogar noch upgraden. Das ist ein Scherz. Und man kann die Juwelen kaufen für gar nicht so viel Geld. Okay, das geht eigentlich noch. So, der nächste ist freigeschaltet. Und jetzt? Soll ich noch den hier holen? Bob? Ja, wir holen Bob. Er wirft mit dem Speer. Oh, okay, wisst ihr was? Dann holen wir noch einen vierten. Test heute 4. Oh, er wirft mit der Spitzhacke. Ne, ein Minecraft-Charakter. Oh mein Gott, yes. Die sehen sich so ähnlich aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, das sind dieselben. Nur der eine hat einen Hut auf und der andere nicht. Okay, dann lass mal sehen, was er so drauf hat. Also, was kannst du? Du wirfst mit einer Goldkette. Sie ist 35 Meter von mir entfernt. 114 könnte klappen. Oh, die Goldkette rollt am Boden ab. Das ist enorm effektiv. Macht aber keinen Schaden. Ich wollte so sagen, die macht wirklich keinen Schaden. Das war knapp. 117 wird wahrscheinlich treffen, oder? Oh, das war schon besserer Schaden, aber Schaden ist nicht allzu gut, also, ich weiß ja nicht. Oh, sie ist so ein starker Charakter. Ich verliere jedes Mal gegen sie, ne? 118 manchmal. Mal gucken, ob das trifft. Und am Bein. Oh Gott, es ist 119 das nächste. Ich gebe jedem 2 Chancen, okay? Mich zu überzeugen, dass sie gut ist. 119. Jetzt lass mal sehen. Wir sehen jetzt eine Fatality. Ist sie gut? Ist sie nicht gut? Ah, jetzt sehen wir sie. Also wir müssen quasi sie erstmal außer Gefecht setzen. Und jetzt 120 sollte normalerweise treffen. Und... Wow! Oh mein! Also, ich meine, er hat mich jetzt schon überzeugt. Lass ihn mal online spielen. Mal gucken, ob er online auch so gut ist. Obwohl ich das nicht glaube. Auch wenn seine Fatality mega geil ist. Aber sein Schaden ist einfach nicht genug. Das ist das Problem. Und wir haben ihn gefunden. Oh, ich bin recht. Das ist so komisch, ne? Wow! Das war viel zu... Ist das ein Scherz? 45 Meter von mir entfernt. 125 vielleicht, bitte. Bitte. Ist ja, wir haben... Warte, ich habe kaum Schaden bekommen. Da hast du deutlich mehr Schaden bekommen. Warte, das trifft immer. Hä? Ich bin so... Wieso hat das so viel Schaden jetzt gemacht? Ich check's nicht. Ich verstehe dich nicht. What? Hä? Jetzt, warte, du bist noch 20 Meter von mir entfernt. Also 111 kann das sein, oder? Oh mein Gott. Aber jetzt sterbe ich bestimmt. Ja, irgendwie... Ey, zeig mir wenigstens seine Fatality. Wieso teleportiere ich mich immer in eine andere Gegend? Der Typ trifft nicht mal und gleichzeitig trifft er. Das macht keinen Sinn. Aber er hatte kaum Leben mehr. Hat er das mit dem Wolkneu gespielt? Okay, nächster Charakter. Der hat aber die geilste Fatality ever bis jetzt. Also bis jetzt hat er die beste bei weitem. Wow, gegen einen mit einer goldenen Handkettensäge. Also ich kann dann drücken und er kann... Ah, ja, er wird nicht so gut sein. Aber es ist witzig auf jeden Fall. Gute Abwechslung. Aber ich glaube nicht, dass er gut sein wird. Ich meine... Er wirft mit dem Hühnchen und so viel Schaden hat er gemacht. Ich gehe nochmal weg, ne? Das ist schon echt sehr schlechter Schaden. Und der Typ wirft mit der Kettensäge. Ich glaube, wenn er richtig trifft, dann... Ich habe keinen Schaden bekommen. Wie habe ich geworfen jetzt? 118 manchmal. Oh, das wird treffen, oder? Obwohl, warte mal, das ist noch kein realer Spieler. Wir haben ja 122. Bitte, das trifft. Ja, nice. Alter, guter Schaden. Boah, das war viel zu weit. 123 machen wir mal. Das könnte treffen und... Jetzt will ich seine Fatality sehen. Oh Gott, er ist in der blöden Position. Er lebt noch. Schon wieder daneben. 124, würde ich sagen, sollte auf jeden Fall... No. Autsch. Jetzt falle ich sogar noch runter. Das ist gar nicht gut. 127. Ich glaube nicht, dass es treffen wird, oder? Nope. Oh mein Gott, ich verliere ich gerade gegen Computergegner. 133 vielleicht? Ja, okay. 134 sollte jetzt, da können wir seine Fatality sehen. So, lass mal sehen. Kann ich seine Fatality sehen, bitte? Oh.
Oh mein Gott. Das war schon nicht schlecht. Das war schon echt nicht schlecht. Okay, mal schauen, was du online kannst. Premium für 32,99. Ja, genau. Wow. Das ist mein Gegner. Habe ich eigentlich Brüste? Yeah. Das sind Brüste, oder? Alter, der ist ja voll weit weg. 135, würde ich sogar sagen. Weil er halt wirklich... Oh. Wow. Das war sogar ein Headshot. What the heck? Okay, es macht aber nicht so viel Schaden. Ich glaube, 132 könnten sein. Yo! Das war perfekt. Ah. Okay, du bist tot. Das war's mit dir. Oh no! Wie kann das sein? Ich hab verloren. Okay, gib mir wenigstens eine gute Fatality. Hä? Keine Fatality? Hallo? Oh, er ist disconnected. Aber ich habe trotzdem verloren, okay. Immerhin habe ich tolle Brüste. Nächster ist Bob. Er ist eigentlich Julius, aber hat ein Bob-T-Shirt. Oder steht da 808? Keine Ahnung. Was für ein Gegner ist das? Ist das Deadpool? Ich glaube, das soll Deadpool sein. Ich meine, ich mag Spiele sehr gerne. Ich glaube, 118 können... Oh, also wir müssen wirklich damit auch treffen. Au, das hat getroffen. Okay, also der Speer fliegt ganz besonders. Also 114 könnte sein... 116 wird Kopftreffer sein wahrscheinlich. Nicht, wenn er... Oh mein Gott. 116, lass mal sehen. Ah, wenn das ein Kopf trifft, dann ist es vorbei. Ich glaube, ich gehe ein Risiko ein mit 119. 119, machen wir mal. Komm schon, Kopf treffer, Kopf treffer, komm schon. Oh mein Gott, und das macht unnormal viel Schaden. Au. Okay, jetzt sind es auf jeden Fall 120. Bitte, es trifft. Okay, nice. Er hat aber wahrscheinlich keine gute Fatality, oder? Also 121 sollte jetzt auf jeden Fall treffen. Nur die Frage ist, hat er eine gute Fatality oder... Ich glaube nicht, dass er eine hat, oder? Ich meine, er sieht ziemlich langweilig aus. Ja, und er hat wortwörtlich keine. Dachte ich mir aber schon. Ist wahrscheinlich einer der ersten Charaktere, deswegen. Ich werde ihn noch nicht online spielen, weil ich keinen Sinn drin sehe. Er ist halt echt langweilig. Minecraft. Digga Steve heißt er. Sein einziges Ziel ist es zu graben. Ja, das kann ich bezeugen. Also, wir spielen gegen Kiteboarder, den ich auch noch nicht kenne. Oh, er kann... Wow! Hä? Wenn er irgendwie das drückt, dann... Okay. Also ist es immer besser, ein bisschen nicht zu weit zu werfen. 121 und... Oh mein Gott, springt er die ganze Zeit? Er bewegt sich in der Luft irgendwie. Er surft. Wow. Au. Okay, das war echt eine Menge Schaden. 122 bitte. Oh mein, das war so schlecht. Okay. 119 machen wir mal, bitte. Wieso springst du so rum? Gott sei Dank war das daneben. Okay, 117 sollte jetzt aber wirklich treffen. Gott sei Dank. Ja, nice. Jetzt weiß ich auch, was deine Fatality ist. 117 nochmal. Und was ist deine Fatality? Komm schon. Gib mir eine gute. Du bist Minecraft, Steve, Bro. Oh mein Gott. Das ist besser als erwartet. Und ich habe wortwörtlich nichts erwartet. Ich meine, das ist ja wortwörtlich so ein Minecraft-Real-Life-Charakter. Der sieht aus wie ein echter Mensch, aber irgendwie wie ein Minecraft-Charakter. Zeit, um mit ihm online zu spielen und gucken, was er drauf hat. Gucken, ob er gut genug ist, um gegen reale Gegner klarzukommen. Okay, ich bin wieder rechts. Das ist ja voll nervig. Ich hasse es, rechts zu sein. Oh, er ist unter mir. Das heißt... Und er hat den Speer. Oh, Glück gehabt. Aber er kennt jetzt meine Route. Ich wünschte manchmal, ich könnte meine Route einfach ändern. Das wäre so geil. Ganz ehrlich, so nah, wie er an mir ist. Ich glaube, es wird 107 sein oder so. Oh mein Gott, wir haben sogar deine Route dadurch geändert. Jetzt wird es 109 sein wahrscheinlich. Bitte, du triffst nicht. Glück gehabt. 109 wird es wahrscheinlich sein und das sind... Alter, what the hell? Wie du verlässt das Spiel wieder, das wäre ultra nervig. Der Typ hat echt keinen Plan, was er tut. 110 würde ich sagen und das war's für dich. Nice. Bitte nicht verlassen, ich will die Fatality sehen. Die war so geil. Oh, er hat das Spiel verlassen, oder? Das hat... Obwohl? Nee, noch nicht. Nicht verlassen, nicht verlassen, nicht verlassen. Wir bringen es ganz schnell hinter uns und bam! Ich habe sogar die Fähigkeit benutzt, wodurch er halt weiterfliegt und oh mein Gott. Das ist so brutal irgendwie. Aber ich liebe ihn absolut. Also er war es den Kauf hundertprozentig wert. Aber gut, das war's für die Folge. Für mehr davon lasst mal rum da. Abonniert kostenlos, aktiviert locker. Bis zum nächsten Video. Bye!